Rasiere den Kopf. Zack, Alter. Jetzt gibt's Glatze. Zack. Wir machen keine halben Sachen bei Palettos. Junge, du bist fertig. Frisur. Die sitzt. Wie er guckt, Mann. Du bist auf der Suche nach der perfekten Frisur für deinen hässlichen Eierkopf? Dann komm nicht zu Paletto. Und damit moin, Leute. Herzlich willkommen zu einer kleinen Folge vom Friseursimulator. Ich bin sehr gespannt, denn ich schneide mir ja selber die Haare für meinen komischen Eierkopf. Und ich muss unbedingt mal wieder zum Friseur. Also zu mir selbst. Meine Haare sind auch ein einziges Chaos. Ist aber auch egal. Leute, wir schneiden jetzt Haare rein in die Kampagne. Bist du bereit für ein neues Friseur? Aber ja, bin ich. Ich habe ja schon mal so einen Friseursimulator gespielt. Das ist auch ein super erfolgreiches Video. Oh, Jordi. Hallo, ich hoffe, du bist bereit zu lernen. Natürlich. Mach ich. Du träumst von einer Karriere als Friseur. Natürlich. Also hier ein Clip, wie ich mir selbst die Haare schneide. Oh, da fallen die ersten Haare. Einfach hier schön an der Kante rum. Oh, guck mal hier. Das ist unser Waschsalon. Oh, da ist schon jemand. Was denn? Was soll ich denn machen? Drücke E, um dich um den Kunden zu kümmern. Ja, das ist die Waschstation. Ja, ich muss ja erstmal die Kunden begrüßen. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Paluden. Okay, warum gucken Sie einfach weg? Ah, jetzt. Hallo. Guten Tag. Hi. Kommen Sie bitte rüber zur Waschstation. Dort werde ich Ihnen den Kopf massieren. Das muss ich ja sagen, das vermisse ich schon so ein bisschen. Also wie gesagt, ich schneide mir die Haare selbst, seit ich 16 bin. Und das war schon immer ganz geil. So, ja, kommen Sie bitte. Ja, oh. Wer bist du denn, Posi? Ach, das ist die Kundin. Ah, ja. So, okay. Haare nass machen. Ja, das kriege ich hin. So, warten Sie mal. Ach, guck mal, was ist das denn jetzt? Drücke. Aha, Dusche. Ja, manchmal ist es ätzend. Manchmal kriegt man dann so auch Wasser in die Augen. So, guck mal, jetzt sehen wir hier. Ah, die Prozent. Oh ja, wir müssen. Oh, warte mal. Wie, guck mal. Wir müssen uns auch so ein bisschen drehen. Sehr gut. So, jetzt nicht in die Augen. Perfekt. Shampoo auftragen. Oh, guck mal hier. Leute, mit so einer krassen Bürste. Ist das neu? Macht man das immer? Junge, ich bin immer zu so einem 10-Euro-Friseur gegangen. Sowas gibt es wahrscheinlich heutzutage auch nicht mehr. Oh, warte, wo habe ich... Hä, wo habe ich denn noch nicht? So, ah, hier die Ecke. Oh, entschuldigen Sie, Ma'am. Ja, sehr gut. Shampoo muss jetzt noch ausgewaschen werden. Das ist aber auch mit allen Tricks hier. Mit all den feinen Sachen. So, sehr nice. Okay, easy. Na, warte, da oben habe ich ja noch 0%. Okay, scheiß drauf. So, geh zum Stuhl. Ah ja, genau. So, und jetzt ist eigentlich auch schon der schönste Teil vorbei. Weil so Haare schneiden, ah Mann, Alter, die wollen dann auch immer labern. Wähle einen Trockner und halte gedrückt, um die Haare des Kunden zu trocknen. Okay, so, kein Problem. Oh, Alter. Zack, guck mal hier. Sie haben aber unfassbar schönes Haar. Ich muss jetzt ja auch ein bisschen Konversation machen. Und, haben Sie einen Freund, eine Freundin? Was geht so bei Ihnen? Was machen Sie beruflich? Ich bin so schlecht in Smalltalk. Warte ganz kurz. Oh, entschuldigen Sie, ich habe Ihnen in die Haare gerotzt. Aber das föhne ich gleich raus. Haarbürste. Okay, warte, ich mach so. Jetzt von oben nach unten. Ja, sehr gut. Und von oben nach unten. Oh ja, ich kann's. Ja, elegant. So, aber jetzt muss ich auch hier unten noch. Oh ja, ja, hier unten jetzt auch noch. Na, nee, warum ist denn hier? Ja, sehr gut. Ich fühle mich, als wenn ich so einen Hund kämmen würde. Das mussten wir früher auch immer machen. Jawoll! Darf ich jetzt endlich mal schneiden, Alter? Nee, was ist da? Warum? Ich will dir doch nicht die Haare färben. Beliebige Haarfarbe. Du kriegst was Flashiges, Alter. Du kriegst blau, rot, blau, Alter. Einfach freaking Rezo. So, ja, sehr gut. So, komm mal her hier. Das mache ich super. So, ich habe, glaube ich, einmal in meinem Leben meine Haare gefärbt. Und das war nur vorne so blond. Ja, war damals Mode. Fragt mir nicht, was ich mir dabei gedacht habe. So. Aber irgendwie ist da noch nicht so viel. Ah, warte mal. Ah, guck mal. Ich sehe auch, wenn ich mit der Maus teilweise... Ah, guck mal jetzt hier. Okay, jetzt haben wir auch das. Perfekt. Ja, es gibt immer nur so einen ganz, ganz kleinen Bereich. Ah, warte. Vielleicht kann ich hier noch... Oh, jetzt. Easy. Guck mal, das ist die Haare da drunter. Jetzt check ich das. Ich weiß ja nicht, wie man Haare färbt, Junge. Bin ich Friseur? Stimmt, ich weiß noch, als Revi sich damals die Haare das erste Mal auf der Gamescom oder so gefärbt hat. So, ja, aber das ist ja jetzt noch nicht blau. Oh Gott, Alter, was ist denn mit...
Alter. Okay, das ist heftig. Okay, jetzt muss ich noch... Was muss ich denn auswaschen? Ich hab das doch gerade gefärbt. Warum muss ich denn jetzt nochmal auswaschen? Abwaschen der Farbe. Hä? Ich check gar nichts. Oh, Alter, jetzt... Oh, jetzt wird's aber Papa-Schlumpf-mäßig. Jetzt kann Rezo hier aber mal einpacken, Alter. Guck dir das an. Da wird's jetzt aber hier ne ganz saftig. Perfekt. Bisschen noch hier ins Gesicht. Sehr schön. So, jetzt muss ich nochmal hier... Was muss ich denn jetzt noch machen? Trocknen? Achso, jetzt nochmal die Haare trocknen. Okay. So... Sehr gut. Ja, warte, hier hinten hast du noch nicht so richtig. Genau. Achso, genau, wir müssen ja auch... Oh ja, ja, auch schön von unten. Aufgabe... Oh, jetzt muss auch noch gekämmt werden. Ah ja, weil sie ein bisschen wuselig ist. Das mussten wir bei unserem Hund auch immer. Muss dann auch alles nochmal richtig... Oh, jetzt bitte nicht alles. Junge, ich bin doch hier... Das mache ich ja nicht mal bei mir selbst. Ja, so siehst du auch aus, Digga. Sag mal, was soll das denn jetzt? Mach mich doch jetzt nicht fertig. Versuch doch hier einfach nur Friseur zu spielen. Und ich werde jetzt einfach hier von dir gedisst. Das Styling der Haare ist eine weitere Friseuraufgabe, um Posies Haare zu glätten. Mann, Posy! Ach, jetzt komme ich da mit so einem... Alter, krass. Zack. Oh, sieht aber direkt sehr stylisch aus, oder? Also Posy, ich finde, das steht dir richtig gut. Diese geglätteten. Hätte ich nicht gedacht. Aber sie weiß schon, was sie will. Das war auch eine Sache, die mich immer genervt hat. Ich habe dem Friseur gesagt, was ich will. Und er hat nie das gemacht, also was ich ihm gesagt habe. Sondern man, ab einem bestimmten Punkt hat er einfach gefreestylt. Also dementsprechend habe ich dann auch irgendwann, also ich, ja. Fertig? Alter. Zack. Du kannst deinen ersten Salon kaufen. Vielen Dank für deine Hilfe. Gerne, gerne. Ich hätte es nicht besser machen können. Natürlich nicht. Ich bin ja auch krass. So, jetzt verpisse ich. So, jetzt übernehme ich mal einen Salon. Glaubst du wirklich, dass ein Keller ein guter Ort für einen Friseur... Ja, ich bin doch hier. Mein Aufnahmezimmer ist jetzt auch ein Keller. Junge, im Keller ist alles besser. Geil. Wird gekauft. Zack. Wo ist jetzt der... Wichtig ist der... Größe... Ja, schon. Die Leute müssen das ja sehen. Ja, das ist gut. Ich mag die Schriftart nicht. Ah ja, warte, so. Ja, das ist doch... Warte mal. Wo würde ich am ehesten... Oh, das sieht irgendwie so süß aus. Das ist toll. Ja, da würde ich hingehen. Komme ich jetzt von draußen oder werde ich direkt rein teleportiert? Oh, okay. Es ist natürlich wieder müllig. Story of my life, Alter. Wie oft ich schon in irgendwelchen Spielen... Hol die Geld... Warum? Lass mich doch erstmal aufräumen. Lege das Werkzeug... Ja, ich dachte, ich soll... Leute, ich dachte, ich soll jetzt hier aufräumen. Mann, Hilfe. Ist das der Mülleimer? Nee, das passt nicht. Ah, warte mal, okay. Ah, guck mal hier, die können wir zu Geld machen. Ah, guck mal hier. Das ist doch gut. Diesen ganzen Krempelmüll. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier... Ja, das kann ich nicht. Ja, warte, die Couch. Die kauft doch noch jemand. Das ist eine gute Couch. So, ein paar Krücken. Ja, schöner Keller. Oh, warte, die Kelle... Ja, Leute. Ich habe aber noch nicht verstanden, wie ich jetzt den Müll hier einsammle. Ah ja, warte mal. Erstmal Fenster putzen. Ah, guck mal, da sieht man. Jetzt sieht man endlich die Leute, die da draußen rumlaufen. Ja, ich weiß aber immer noch nicht genau, was ich mit dem Müll machen soll. Ah, okay. Man musste den halt einmal richtig auswählen. Mann, ey, die Leute tun mir jetzt schon leid, die hier reinkommen. So. Warte mal, ich bring mal den Mülleimer. Den nehme ich mit. Zack. Jetzt muss ich hier quer durchlaufen. So, Müll auch erfolgreich. Jetzt müssen wir das nochmal. Sehr gut. Level 1. Geh in den Shop. Ah, Tab. Shop. Designprojekte. Ja, kaufen. Ah, jetzt wurde alles schon so fertig eingerichtet. Oder nee, warte, was ist das denn jetzt? Ah ja, aus dem Set. Ja, kaufen und... Also, okay. Ah ja, so ein schönes Dunkel. Obwohl das hier... Also, der Keller ist ja sowieso schon ungemütlich. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Wahl war. Na, obwohl, es geht durch. Aber warte mal, warum steht da jetzt, dass es nur zu 50% abgeschlossen ist mit dem Streichen? Das ist doch hier alles. Fußboden? Nee, da machen wir jetzt mal was Helles. Okay, das sieht unfassbar scheiße aus. Opa! Ich wollte halt was Helles und ich hätte Holz nehmen sollen. Holz ist immer eine gute Wahl. Okay, gut, wir kaufen jetzt einfach alles, was wir da in diesem Set finden. Sehr gut. Ah, oh, guck mal, hier sind die Boxen. Was soll das sein? Ah, hier. Okay. Drehen. Fertig. Ah, die Couch. Noch so ein Ding? Ach so. Ja, warte, da. Warte, hier ist ja noch eine... Hol die Geldbörse. Warte doch mal, Alter. Irgendwie kann man die Sachen hier nicht mehr richtig draufstellen. Keine Ahnung, warum er diesen macht. Ja, oh, jetzt flutscht es. Der hier. Ah, jetzt. So, warte, was fehlt der? Benötigte Möbel? Wir haben doch alles. Was ist denn hier noch nicht richtig drin? Du? Ja, weil er hier am Start ist. Wie schlage ich das Ding denn hier kaputt? Warte mal, hier Geldbörse. Zack. Ich hoffe, das war jetzt richtig.
Nein, oh, das hätten wir beinahe verkauft. Das soll ja hier ran. Jawohl, sehr gut. Dann oben, vervollständige die Verfügung. Was? Warum muss ich denn jetzt einen Kurs? Ich bin doch, ich hab doch krass. Moin, Alter. German Let's Play, was geht? Brauchst du auch hier? Ich mach, Freundschaftspreis. Was soll ich machen? Rasiere den Kopf. Ja, als ob. Zack, Alter. Junge, komm schon, Alter. Jetzt gibt's Glatze. Zack. Jawoll. Ja, wir machen keine halben Sachen bei Paletos. Jetzt geht's ab, Leute. Hier. Junge, du bist fertig. Frisur. Die sitzt. Ist. Wie er guckt, Mann. So, hier. Wir gehen ran. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Muss ich wirklich hier alles erwischen? Ich meine, ich bin jetzt ja schon bei 80%. Bisschen was stehen lassen ist doch okay. 98. Komm, Junge, bitte, muss doch jetzt nicht alles. Ja, und der Rest fällt auch einfach automatisch ab. Ist aber gut gemacht, sodass man dann nicht jedem Füpselchen machen muss. Kurs ist vorbei. Ah ja, super. Schön, guter Kurs gewesen. So, vereinbare Kundentermine. Wie mache ich denn das? Ah, ja, ja, hier, guck mal hier. Ja, was ist das? Ich mach dann Liliana. Sie ist als Klatschtante der Nachbarschaft bekannt. Kämme die Haare. Ja, das ich kämme einmal. Ja, das reicht. Weil die andere wollte mega viel. Muss ja arbeiten. Junge, was ist das für ein schäbiger Laden? So. Oh, warte. Hallo. Ich habe gehört, Sie sind die Klatschtante. Dann kommen Sie mal hier auf den Stuhl. Ich kämme Ihnen einmal die Haare. Junge, wer geht denn zum Friseur, um sich einmal die Haare kämmen zu lassen? So, guck mal, gucken Sie mal, wie toll ich das mache. Also, ich sag's euch, bei Palettos, da ist jeder zufrieden. Bei mir gibt's auch die Zufriedenheitsgarantie. Entweder Sie sind zufrieden oder Sie können sich verpissen. Ausgezeichnet. Guck mal hier. Jetzt lassen wir mal schön die Kohle rüber. Also, ja. So, Mensch, Susanne, das war ein super Tag. Ey, empfehle mich aber gerne weiter, falls du noch so ein paar Freundinnen oder so hast. Vielleicht wollen die ja auch einen super Haarschnitt von mir. Ist jetzt ist Feierabend. Ja, ich würde da... Junge, einfach um 11 Uhr Feierabend gemacht. Auch entspannt. Guck mal, wir haben Kundenbewertung. $50 haben wir gemacht. So, jetzt muss ich direkt wieder Termin. Oh, guck mal hier, Sam, Alter. Ich kann Sam und Ika, euch beiden mit dem Rasierer, Alter. Da muss ich, guck mal, da muss ich ja wieder Quatsch machen, Alter. Troy will hier Kopfmassage und den ganzen Kram. Das kann er sich schön in die Haare schmieren. Sag mal, bei mir gibt's nur Karl oder nix. So, mach mal zip zapper ab. Oh, ne. Moin. Es geht. Schicke Friese. Ja, ja, dann setz dich mal hin, Brudi. Setz dich hier. Ah, Schuppen auf meinem Kopf. Na, das ist kein Problem. Ich rasiere dir einfach deinen Kopf. So, guck mal hier. Das ist so mies, Mann. Brudi, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Das ist ja wirklich absolut... Also, das ist ja ein... Oh Gott, Alter. Brudi. Ich muss sagen, Alter, vorher hattest du echt eine gute Frise. Haarfarbe ist jetzt nicht mein Stil gewesen, aber die Frisur war fresh. So lange Haare saßen auch gut. Also, aber das, was das jetzt ist... Ich weiß auch nicht, ob du unbedingt die Kopfform für sowas hast. Aber ey, ich bin ja auch nur der... Ich bin ja hier nur... Dienstleister. So, Rest fällt... Oh, doch. Ja. Beschleunigen Sie den Kunden. Was bedeutet das? Ja, mega. Tschüss, Diggi. Ja, hier liegen noch ein paar Haare auf dem Boden, aber das macht man ja auch am Feierabend dann weg, ne? Saugen Sie... Warum muss ich denn jetzt... So, hallo. So, Sie sind der Nächste, aber ich glaube, du willst kämme die Haare. Okay, erstmal gekämmt. Aber danach willst du doch Glatze, oder nicht? Digga, was ist denn bei dir los? Alles gut, Brudi? Oh, okay. Sorry. Also das Kämmen geht auf jeden Fall extrem schnell. Zip-Zapper. Das gefällt mir ja sehr gut. Und jetzt rasiere den... Aber was hat denn jetzt... Wozu habe ich denn jetzt gerade deinen Kopf... Also frisiert? Warte mal, sauge alle Haare auf. Will er die mitnehmen oder was? Boah, Junge, verbrannte Haare riechen auch so richtig ekelhaft. Kennt ihr den Geruch? So, ich bin mir aber bei ihm jetzt nicht so sicher, ob das so die richtige Wahl ist. Aber wir werden es gleich... Ja, nee. Also... Er hatte ja auch an sich eine frische Frisur. Warum will denn hier jeder Glatze? Ja, 95% haben wir schon. Oh, kurz in die Augenbraue rein. Sorry. Oh, wenn der Friseur dir so ins Ohr schneidet, das ist auch immer eine miese Sache. Ja, perfekt. Ja, Diggi, bei dir fühle ich jetzt Glatze nicht. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Oha!
Level 2 neue Kurse. Ja, das war der letzte Kunde für heute. Alter, geil, Mann. Zack, $250 verdient. Und sogar noch ein Sternchen. Leute, der vermutlich beste Friseur der Welt verabschiedet sich für heute von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, schallert den Like rein. Schaut wie immer gerne auf Balloon.shop vorbei für Mini-Balloon und vieles mehr. Fettes Dankeschön fürs Zusehen. Euch allen noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.